So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren HTML-Tutorial in dieser Tutorial-Reihe. Einigen von euch dürfte wahrscheinlich jetzt aufgefallen sein, dass ich mir eine dicke, fette Erkältung eingefangen habe. Dies hindert mich jedoch nicht daran, für euch Tutorials zu produzieren. So, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Und zwar geht es heute darum, unsere erste richtige Website zu schreiben. Und das ist auch überhaupt nicht schwer. Vielleicht sieht es anfangs bei euch ein bisschen anders aus, weil ihr hier noch so Sachen drin habt, aber die habe ich da jetzt alle rausgelöscht. Hierzu komme ich nachher nochmal. Ich habe mich heute dazu entschieden, das auf das CSS nicht so weiter einzugehen, denn erstmal ist HTML hier viel wichtiger. So, was ich jetzt zuerst mache, ist, alles, was ich hier nicht selber machen werde, erstmal rauslöschen. Okay, komm, den Body können wir auch rauslöschen. Den Head lassen wir jetzt erstmal so weiter drin, obwohl den Title auch. So, dann fangen wir mal an, würde ich einfach mal sagen. Und zwar, wie gesagt, mit dem Head. Da gehört jetzt noch der Titel rein. Habe ich letztes Mal schon erklärt, was das ist. Damit ihr hier mitmachen könnt, solltet ihr euch das Tutorial von vorher angucken. Dann wüsstet ihr auch Bescheid, wovon ich jetzt rede. So, Titel. Machen wir mal My Website. So. Danach ist der Head geschlossen worden. Also fangen wir jetzt an mit dem Body. So. Und zwar würde ich sagen, dass wir zuerst eine Überschrift da reinmachen, eine H1. Und würde ich sagen, meine eigene Website, ja. Wow. Nick schreibt erstmal in Caps Lock. Okay, meine eigene Website. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Absatz, der passt da, glaube ich, ganz gut. Und da schreiben wir einfach mal rein. Tutorials zum Thema HTML und CSS produzieren. Ist da ein rechter Fehler drin? Ich sehe gerade keinen. So, gut. Soweit dazu. Jetzt nehmen wir mal an, ich finde das hier ganz toll und würde auch eigentlich gerne hier weiterschreiben. Doch. Ich möchte keinen Absatz haben, also mache ich quasi einen Zeilenumbruch. Das geht mit dem Tag PR, sorry, BR meine ich, BR. Und wenn ich jetzt schreibe, schreibe ich direkt in die nächste Zeile. Würde ich einen Absatz machen, würde er einen nach unten setzen. Also produzieren, da muss dann auch ein Punkt hin. Ah nee, warte, produzieren. Werde euch meine Erfahrungen zukommen lassen. Punkt. Und jetzt habe ich irgendwo einen Fehler, weil, ja, guck mal hier, da muss natürlich dahin. So. So viel dazu. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wollen wir als nächstes? Wir wollen als nächstes erstmal vielleicht das Wort HTML fett haben. Da machen wir dann einen Strong Tag rein. Und wir machen uns das dazwischen. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man ausschneidet oder wie man kopiert oder wie man einfügt, Steuerung V ist einfügen, Steuerung C ist kopieren für Copy und Steuerung X ist ausschneiden. So, und hier auch noch. Wieder ein Strong Tag hin. So, jetzt haben wir die beiden schon mal fett. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir hier unsere eigene Website stehen haben, können wir direkt darunter quasi eine Unterüberschrift machen mit was mit einer Frage, was mache ich hier? So, das ist quasi unsere Website-Überschrift, die Hauptüberschrift. Dann kommt quasi eine Unterüberschrift. Wenn wir hier fertig sind, können wir quasi diese Unterüberschrift eigentlich anwenden. Nur wir wollen, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich mache euch das mal geordneter. Für Anfänger ist es immer schwierig auseinanderzuhalten. So. Und ich habe hier quasi alles mit in diesen Tag eingebunden. In diesem P-Tag ist alles mit eingebunden. Die Strong Tags und das BR-Tag. So, und wenn wir jetzt hier unten sind, kann ich ja mal H2 wieder machen. Das ist ja unsere eigene Unterüberschrift. Und da schreiben wir hin, was
könnt ihr hier machen? Da können wir jetzt, oh Gott, das wollte ich nicht. Und da können wir jetzt zum Beispiel so Sachen schreiben wie einen Absatz. Ach so, mit der Taste Tab, das ist die, die ist ganz, ganz links und dann ein bisschen nach oben. Da sind so zwei Pfeile, die gehen in die entgegengesetzte Richtung. Damit könnt ihr übrigens einrücken. Wenn ich quasi jetzt Tab drücke, passiert das. Und mit STRG Z macht ihr Sachen wieder rückgängig. Oder ihr klickt hier oben auf den Rückgängig-Button. Nur so viel dazu. Also, wenn ich jetzt, ich könnte da jetzt reinschreiben, ist denn heute los? Tutorials bedienen und könnt mir beim. Da fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Und könnt mir beim Schreiben meiner eigenen Website zu. Klar, zuschauen. Zuschauen. Punkt. Gut. So viel dazu. Wenn ich jetzt. Ich würde sagen, wir machen aber. Hier bei dem und. Wieder einen Zeilenumbruch rein. Okay. Und können wir mal. Ja. Und wir machen jetzt folgendermaßen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Und zwar möchte ich hier gerne Tutorials, ne? Also das ist ja ein Begriff, wenn wir jetzt mal hier eingeben im Internet Tutorials. Wow. Tutorials. Ich weiß nicht, ob man was bei Wikipedia findet. Ja. Dann kopieren wir uns erstmal hier den Link. Das ist ganz wichtig, denn wir machen jetzt eine Verlinkung auf die Seite von Wikipedia. Und zwar geht das folgendermaßen. Tag auf. A. Das ist quasi das der Tag, ne? Dann href. Schlägt er uns ja auch schon vor. Und dann gibt es zwei Anführungszeichen. Da fügen wir unseren Link ein. Ja. Ach, das nervt mich gerade so. Und dann machen wir den Tag wieder zu. Und dann gibt er uns auch die Schließung des A-Tags. Und was wir haben ja jetzt unser Tutorial noch nicht verlinkt. Wir können da ja jetzt noch nicht draufklicken und werden weitergeleitet. Deswegen schneiden wir uns das hier aus. STRG X. Fügen das hier ein. Und ihr seht, das wird lila unterstrichen. Das bedeutet, dass wir jetzt eine Verlinkung haben. Wir klicken da drauf und kommen zum Artikel von Wikipedia. So sieht unsere Website jetzt gerade aus. Jetzt kann man sich natürlich sagen, jo, ein Bild wäre jetzt richtig geil. Das machen wir folgendermaßen. Wir können uns das aussuchen, ob wir jetzt ein Bild hochladen über den Punkt hier und das dann verlinken oder wir suchen uns einen Link aus dem Internet. Ich gehe jetzt mal zu Creative Commons Search. So. Wird er jetzt mal eben. Keine Ahnung. Ein kleines Kind suchen. Das ist doch mal gut. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das hundertprozentig. Doch, ich glaube aber schon. Wir kopieren uns jetzt diesen langen Link hier. Gehen jetzt wieder hier rein. Und machen jetzt. IMG. SRC steht für Source. IMG SRC, dann Anführungszeichen, dann gleich Anführungszeichen und dann fügen wir unseren Link da ein und machen das wieder zu. Und machen das wieder zu. Jetzt war klar, gibt es das Bild nicht, warum auch immer. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, wir machen jetzt folgendermaßen: Wir ziehen uns das Bild hier. Das haben wir hier auf dem Desktop und zwar haben das hier. Gut, jetzt ist der Name ein bisschen dumm, wir schreiben den mal um in Test Pick. So, und dann gehen wir hier wieder in unseren Index und machen das natürlich hier raus. So, und nennen das dann jetzt testpick.jpg. Und ihr seht, unser Bild wurde eingefügt. Jetzt kann man sich natürlich sagen, gut, ein bisschen klein oder ein bisschen groß. Deswegen. Ganz kurz nochmal hier, das ist der Tag und das ist immer das Attribut und das ist der Attributwert. Müsst ihr nicht verstehen, müsst ihr nur wissen. So,
Jetzt machen wir hier, stellen wir die Größe ein und zwar mit diesem, ich weiß nicht, ich glaube Attribut ist das auch wieder, ja. Und zwar können wir die in Pixel, Prozent oder EM angeben. Wir machen das jetzt mal in Pixel, das ist für die Anfänger ganz gut. 30 Pixel wäre jetzt so, 300 Pixel wäre so, 3000 Pixel wäre so. Ne? Also wie wir möchten. Ich mache jetzt mal 750 Pixel. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet erstmal einiges lernen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Im nächsten Tutorial versuche ich dann mal auf CSS einzugehen und auf die Google Fonts. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.